Herzlich willkommen in der Martin-Luther-Universität. Mein Name ist Tino Schlögel, das ist Frau Dr. Sabine Schenk von der Agentur für Arbeit in Halle. Wir wollen euch heute ein bisschen etwas erzählen zum Thema berufsorientiert studieren, was man schon während des Studiums machen kann, um sich auf den Berufseinstieg vorzubereiten. Frau Dr. Schenk hat viele Jahre Berufserfahrung in der Beratung von Studierenden und Absolventen. Und mir gegenüber steht Tilo Schlögel. Tilo ist seit vielen Jahren der Leiter des Career Centers der Martin-Luther-Universität, ganz zentral angesiedelt in der Damaschke-Straße. Und er berät und wir teilen uns da auch so ein bisschen rein und informieren uns gegenseitig auch zu den einzelnen Anliegen und Fragen, die so bei Studierenden, Studienzweiflern oder auch bei Fastabsolventen und Absolventen ankommen. So, ich habe mir etwas Alternatives überlegt, heute mal nicht einfach nur einen langweiligen Vortrag halten, sondern ich dachte mir, wir spielen heute mal ein Spiel mit den Mythbusters. Die kennt ihr vielleicht aus dem Fernsehen, die haben immer so Wunder, Mythen, Rätsel und gehen dem Ganzen auf die Spur und gucken mal, ob das denn eigentlich so stimmt. Und das Ganze würde ich heute gerne mal mit dem Thema Universität und Berufseinstieg machen. Und dafür habe ich mir verschiedene Thesen überlegt und würde gerne etwas dazu erzählen und schauen, ob wir die zerstören können oder ob die tatsächlich stimmen. Die erste These ist, die Universitäten vermitteln wissenschaftsbezogene Berufsqualifikationen. Das ist dem Bologna-Papieren entnommen, also das ist sozusagen der offizielle Anspruch, dass man hier vorbereitet wird, dann wie so eine Art akademische Ausbildung hat und dann einen Beruf ausüben kann. Meine These ist, ich glaube, wir können vor allem eins, wir können Wissenschaftler ausbilden. Wer von euch also in die Wissenschaft möchte, bekommt hier genau das, was er braucht oder eben sie. Bei den anderen Aspekten haben wir, glaube ich, Schwächen. Je nach Fach etwas ausgeprägter, je nach Fach vielleicht auch weniger. Das, was wir hier tun, ist, euch beizubringen, wie ihr gute Wissenschaftler seid, wie ihr Dingen auf die Spur geht, wie man wissenschaftlich zitiert und arbeitet, wie man Experimente durchführt, sodass auch die Ergebnisse valide sind und Signifikanzen feststellt und so weiter und so fort. Viele von euch werden aber Berufe ausüben, in denen das Wissen nützlich ist, aber eben nicht alles, was man dafür braucht. Schauen wir uns mal an, was denn Universität eigentlich mal bedeutete. Universitas, also die Gesamtheit sozusagen, wenn man möchte, hat aus meiner Sicht zwei Aspekte. Der erste Aspekt ist die Gesamtheit der Lehrenden und Forschenden, also sozusagen eine Gemeinschaft, die man da bildet, in der aber alle Seiten sozusagen auch verschiedene Rollen spielen können. Auch die Forschenden lernen ja im Prozess des Forschens, also neue Erkenntnisse, neue Sichtweisen und so weiter. Und auch die Studierenden sollen selbst auch forschend sein. Also man kommt hier nicht her, um sich ein Programm anzuhören, um nur zu hören, was andere schon gedacht und herausgefunden haben, sondern durchaus auch mit dem Anspruch, etwas selbst herauszufinden. Der zweite Aspekt ist die Wissensvielfalt. Also, dass man zwar sich in ein Fach einschreibt oder vielleicht auch in zwei Fächer, aber durchaus auch viel Wissen mitnehmen kann, was über diesen arbiträr abgestreckten Rahmen hinausgeht. Wenn man jetzt also überlegt, wie man denn studieren möchte, dann würde ich gerne dafür werben, dass man sich durchaus aktiv einbringt, dass man die vielen Ressourcen, die es hier gibt, auch zu nutzen bereit ist und nicht wie, wenn man so möchte, ein Konsument nur mitzunehmen, was einem offeriert wird. Also habt ruhig den Mut, euch in andere Veranstaltungen vielleicht reinzusetzen, fachfremde Vorlesungen zu hören, mit Kommilitonen sich auszutauschen, die andere Dinge studieren, um euren Blick zu weiten. Bringt Fragen mit. Die Universität stellt unheimlich viele Ressourcen. Wir haben tolle alte Bücher in großen Gebäuden. Wir haben alte Menschen, die tolle Vorträge halten. Die könnt ihr nutzen, um eure Fragen zu beantworten, herauszufinden, wie die Welt funktioniert. Die zweite These. Arbeitgeberinnen sind scharf auf Hochschulabsolventen. Jeder von euch hat sicher schon mal das Wort Fachkräftemangel gehört. Das wird ja immer so in politischen Sonntagsreden so vor sich hergetragen. Und dann könnte man auf die Idee kommen, super, das läuft, alle warten darauf, dass ich jetzt komme. Ich habe einen Hochschulabschluss, also was soll sonst eine Fachkraft sein? Ist ja klasse. Tatsächlich aber ist Fachkräftemangel ein bisschen ein politischer Begriff. Er bezieht sich häufig auf sehr eng gesteckte Berufsbereiche, setzt häufig auch praktische Erfahrungen voraus.
Und manchmal ist es einfach nur ein miserables Personalmarketing von Unternehmen oder schlechte Arbeitsbedingungen und ein großes Jammern, dass man dann niemanden findet. Tatsächlich ist es so, dass einige Absolventen bestimmter Fachrichtungen etwas aktiv tun müssen, damit sie gute Chancen beim Berufseinstieg haben. Auf das, was das sein könnte, gehen wir später noch ein. Das heißt, ruht euch nicht aus, weil ihr denkt, ach, das läuft schon alles so von alleine, sondern manche von euch, wenn ihr jetzt nicht Informatik und Medizin studiert oder so, müssen da ein bisschen etwas tun, auch schon während des Studiums, um ihre Chancen gut zu gestalten, einen Berufseinstieg hinzubekommen, den wir also unter Fachkreisen so qualifikations- und fachadäquat nennen, also der Fachrichtung entsprechend und auch dem Qualifikationsniveau eines Hochschulabsolventen entsprechend. Wenn wir jetzt mal gucken, was könnte denn ein Arbeitgeber erwarten, so allgemein, wie wir das hier machen können für alle Fachrichtungen, dann möchte der ja, dass man etwas kann, weil er bezahlt einen dafür, dass man etwas tut. Und jetzt muss ich dem irgendwie klar machen im Bewerbungsprozess, dass ich etwas auf dem Kasten habe. Und da kann ich sagen, ich habe Fachrichtung X studiert, habe einen Titel Y. Und dann könnte der denken, na gut, aber was heißt das jetzt eigentlich für mich? Das ist vielleicht ein abstrakter Gedanke, wenn ich sage, ich habe Kunstgeschichte studiert und deswegen bin ich jetzt gut für Ihre Marketingposition. Kann sein, aber irgendwie muss ich vielleicht noch ein Argument beibringen. Gute Argumente wären zum Beispiel, ich habe so etwas schon mal gemacht. Vielleicht auch nur etwas Ähnliches, weil bestimmte Fähigkeiten, die man erwirbt, übertragbar sind auf andere Kontexte. Dafür haben wir ja die 1,5 Kilo Gehirn da oben drin. Vielleicht weiß ich auch nur, wie Dinge gehen, also sozusagen theoretisches Wissen. Oder vielleicht kann ich vorweisen, dass ich ganz allgemein in der Lage bin, Dinge auf die Beine zu stellen, die vielleicht vorher für mich auch völlig neu waren. Ich spreche mit relativ vielen Personalern und ich frage die gerne, wie die ihre Auswahlprozesse gestalten. Also wie entscheiden die sich für den einen oder für die andere Kandidatin? Und ganz häufig hört man da so etwas raus, das ist so ein Bauchgefühl oder das war einfach so eine Type, die kommt und da traut man ihr einfach zu, dass die Dinge schafft. Oder das war ein beeindruckender Lebenslauf, schon ganz viel gemacht, schon viel auf die Beine gestellt. Und dann spielt es vielleicht gar nicht so sehr die Rolle, ob das exakt das Gleiche ist, was man jetzt auf Arbeit tun möchte, sondern man ist einfach offenkundig eine Persönlichkeit, die vieles hinbekommt. Und das ist ein guter Eindruck. Damit kann man auch diese Grenze überwinden, die da scheinbar so stark ist. Ich studiere da etwas, will aber vielleicht einen Beruf machen, der ist ein bisschen davon abweichend. Ich stehe immer als Fachrichtung gar nicht in den Stellenanzeigen drin. Damit kann man das überwinden. Ja, und das ist eine sehr erfolgreiche Strategie. Dafür muss man natürlich gucken, wo kann ich das herbekommen? Also im Hörsaal zu sitzen und zuzuhören, die Multiple-Choice-Klausuren richtig auszufüllen, ist vielleicht nicht das, was den Arbeitgeber zwingend begeistert, sondern da kann etwas anderes sein. Es können zum Beispiel Dinge sein, die ich im Praktikum gemacht habe. Deswegen ist es wichtig, das Praktikum auch bewusst auszuwählen, sich auch für ein Praktikum zu entscheiden, dass indem man was tun kann, Initiative einbringen kann, indem man Verantwortung übernehmen kann und komplexere Tätigkeiten übernehmen kann. Also dafür muss man sich vielleicht auch trauen. Es ist einfacher, ein Praktikum zu wählen, dessen Ansprüche nicht allzu hoch sind, wo man dabei ist, zugucken kann, etwas gezeigt bekommt. Und es erfordert etwas mehr Mut, ein Praktikum anzustreben, bei dem man selbst aktiver werden muss. Aber es lohnt sich. Genau das Gleiche gilt für das Thema Nebenjobs. Es ist völlig okay, sich in den ersten 2, 3 Semestern einen Nebenjob zu suchen, wo man eben kellnert oder also einfache Dienstleistungen ausführt, nicht viel Kompetenz benötigt. Aber spätestens in der Mitte des Studiums sollte man die Augen offen halten, ob man vielleicht auch komplexere Nebenjobs machen könnte, mit mehr Verantwortung, mit Tätigkeiten, die einfach mehr Kompetenzen erfordern. Das hilft sozusagen für den weiteren Berufsverlauf, für weitere Bewerbungen, um aufzeigen zu können, dass ihr etwas könnt. Oder es geht natürlich auch um ehrenamtlichen Engagement. Es geht um Projekte, die man organisiert. Es ist nicht zwingend erforderlich, um Kompetenzen zu erwerben, dass man gleichzeitig dafür bezahlt wird. Also ihr könnt selber Dinge machen. Es gibt ganz viele studentische Vereine an der Universität mit verschiedensten Themen. Je nachdem, was euch gefällt, könnt ihr euch dort mit hinbegeben und mit den Kommilitonen zusammen ganz tolle Projekte umsetzen. Nutzt ruhig die Gelegenheit dafür. These Nummer 3. Durch das Studium wird man befähigt, einen
Beruf auszuüben, also sowas wie als Geisteswissenschaftlerin können Sie im Verlagswesen arbeiten. Steht immer in den lustigen Studienbeschreibungen, so Berufsoptionen, die es dann da so gibt, und dann tauchen auch häufig die gleichen Sachen auf. Das ist aus der Binnensicht der Universität gedacht und das sind die Klassiker sozusagen. Wenn man sich die Statistiken anschaut, also wo landen die Absolventen bestimmter Fachrichtungen im Arbeitsmarkt tatsächlich, stellt man fest, dass es dort Abweichungen gibt. Natürlich gibt es immer einen Teil, die in den ganz klassischen Berufsfeldern landen, die auch in den Studienbeschreibungen zu lesen sind. Aber es gibt viele Fachrichtungen, in denen landet die Mehrheit in ganz anderen Konstellationen, also in eher unfachlichen Tätigkeiten. Wichtig dabei ist, dass dann wenigstens diese Tätigkeiten qualifikationsadäquat sind, also dem Niveau eines Hochschulabsolventen entsprechen und nicht etwa eine Hilfstätigkeit sind, die man auch gänzlich ohne Ausbildung hätte machen können. Das finde ich besonders traurig, weil dann viel Zeit aus der Sicht der Gesellschaft, auch viel Geld investiert wurde, ohne davon einen Nutzen zu haben. Und deswegen helfe ich gern dabei mit, dass es besser gelingt. Da muss man natürlich unterscheiden. Es gibt Studienfächer, die haben klare Berufsaussichten. Ne? Also wenn ich Medizin studiere, ist relativ klar, dass man dann auch Mediziner, Arzt wird. Gibt dann natürlich auch Alternativen dazu, aber quantitativ werden die meisten einfach Arzt. Ne? Bei den Geistes- und Sozialwissenschaften sieht das ganz anders aus. Also von meinen Kommilitonen, ich habe Politikwissenschaft studiert, sind die wenigsten heute als Politikwissenschaftler tätig. Ich ja auch nicht, ne? Sondern man erschließt sich andere Berufsbereiche, die aber auch spannend sind. Okay, jetzt habe ich ganz viel erzählt, was man doch so machen kann, sich in andere Veranstaltungen reinsetzen, Praktikum machen, Nebenjob suchen, ehrenamtlich engagieren und so weiter. Da braucht man dann so ungefähr 160.000 Stunden pro Woche. Die hat man natürlich nicht. Und jetzt gibt es ganz viele Studierende, die sagen, ja, aber die Regelstudienzeit, ich kann ja nicht. Ich hoffe, das Rektorat schaut jetzt nicht zu, wenn ich das sage. Ich persönlich empfinde die Regelstudienzeit als nicht so wahnsinnig wichtig. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man am Ende seines Studiums sich ein Portfolio erarbeitet hat, das sich aus unterschiedlichen Bestandteilen zusammensetzt und mit dem man dann fähig ist, sich Berufsoptionen zu erschließen. Und zwar auch so, dass man sie erfolgreich kommunizieren kann gegenüber den potenziellen Arbeitgebern. Ich will das an einem Beispiel festmachen. Ich glaube, dass diese Manie der Regelstudienzeit mit der Einführung des Bachelor-Master-Systems also so ganz plötzlich massiv zugenommen hat. Und ich hatte ganz am Anfang meiner Berufskarriere einen Studierenden, der kam zu mir mit einer Frage. Ich habe so ein Angebot von BMW. Ich soll da für 6 Monate nach München und ein Praktikum machen. Die bezahlen mir 1200 Euro. Ich so, was ist denn die Frage? Und er sagt, ja, dann komme ich ja über die Regelstudienzeit, das kann ich ja nicht machen, das sieht ja ganz furchtbar aus im Lebenslauf. Das ist natürlich aus der Sicht eines Arbeitgebers völlig anders. Also ein Praktikum gemacht zu haben bei BMW für 6 Monate, ist so ein Burner im Lebenslauf. Das gleicht natürlich aus, dass man ein halbes Jahr länger studiert hat. Man hat ja nicht rumgesessen in der Zeit. Man ist ja nicht langsamer, als man sollte oder sowas. Oder hat irgendwas vertrödelt oder ist Partystudent gewesen. Sondern natürlich sieht der Arbeitgeber im Lebenslauf, da ist ja was passiert in dieser Zeit. Ja, also bei solchen Konstellationen ist die Sache schlichtweg eindeutig. Dann verschiebt sich eben der Abschluss des Studiums um eine Weile, weil ich damit eine Qualifikation erwerbe im Rahmen dieses Praktikums, die das völlig wert ist, es gemacht zu haben. Der junge Mann war BWLer. Ein BWLer ohne Praktikum ist schwierig beim Berufseinstieg. Man sollte da schon eins gemacht haben. Und vielleicht auch ein längeres als jetzt 1-2 Wochen oder so. Das ist zum Ausprobieren ganz nett. Aber um Fähigkeiten nachzuweisen, braucht es schon eine gewisse Zeit, in der man auch praktisch tätig war. Okay. Ich bin ja nicht gut genug, um mich für Stipendien zu bewerben oder auf diese anspruchsvollen Werkstudententätigkeiten, Hilfskraftstellen und so weiter. Das hört man ganz oft und häufig finde ich das tragisch, weil die Leute sehr wohl gute Chancen gehabt hätten. Deswegen will ich gleich am Anfang des Studiums im Rahmen dieses Vortrages dafür werben, ruhig sich zu trauen. Stipendien werden nicht nur an 1,0-Kandidaten vergeben.
sondern das sind ganz viele Faktoren, die da reinspielen. Man kann ehrenamtliches Engagement anrechnen, soziales Engagement. Man kann auch die einzelnen Umstände anrechnen, unter denen Leistungen erbracht wurden. Also stellen wir uns jemanden vor, der vielleicht sich um seine Geschwister kümmern musste und trotzdem Schulleistungen erzielt hat, die gut waren. Vielleicht war das schwerer und erfordert jemanden mit mehr Potenzial, als wenn ich Friede, Freude, Eierkuchen mäßig eine 1,2 im Abi schaffe. Es gibt Stipendiengeber, die berücksichtigen das. Und ganz häufig gibt es Situationen, in denen Stipendien angeboten werden, aber die Zahl der Bewerbungen zu gering ist. Also dann bleibt Geld liegen. Es nutzt einfach keiner. Ja, also bewerbt euch ruhig, probiert es. Es ist im Bewerbungsprozess vielleicht auch eine kleine Übung für später, wenn man sich auf Stellen bewerben möchte. Und es gibt Chancen. Das ist, ist immer tragisch, wenn Leute am Ende des Studiums kommen und ich gucke da drauf und sage, Mensch, das ist ja ein beeindruckender Lebenslauf. Hast du dich denn auf ein Stipendium mal beworben? Nö. Ja. Und genauso ist es mit den Hilfskraftstellen. Da werden nicht nur die Überflieger des Fachs irgendwie eingestellt. Es gibt eine unglaublich starke soziale Selektion. Also Kommilitonen aus eher finanzstarken Elternhäusern mit akademischen Vorerfahrungen und so weiter bewerben sich wie selbstverständlich auf diese Stellen. Kommilitonen aus Arbeiterfamilien, in denen weniger Geld da ist, die weniger akademische Erfahrungen haben, bewerben sich weniger sowohl auf Stipendien als auch auf Hilfskraftstellen oder komplexe Werkstudentenstellen, trotz gleicher Leistung. Deswegen ruhig ein bisschen mehr Mut. Es gibt Menschen, die sind von vornherein von sich überzeugt und es gibt Menschen, die sind das eben nicht. Ich glaube aber, beide sollten ihren Hut in die Waagschale werfen. Ich bekomme eine Stelle, wenn ich mich auf eine Stellenanzeige bewerbe. Das ist so die Vorstellung des Berufseinstiegs, die die meisten von uns hatten oder haben. Aber das ist nur ein Teil der Realität. Wir können das mal betrachten, wenn man zum Beispiel sich anschaut, die meisten von euch haben ein Schülerpraktikum gemacht. Und wenn ihr jetzt im Hörsaal sitzen würdet, würde ich abstimmen lassen. Wer hat schon ein Schülerpraktikum gemacht und wer hat eins bekommen und wie? Und dann würden keine Hände hochgehen. In der Regel keine Hände, wenn ich frage, wer hat sich auf eine Stellenanzeige beworben. Schlichtweg, weil es keine Stellenanzeigen gibt für Schülerpraktika oder zumindest sehr wenige. Aber fast alle haben eins gemacht. Also ist doch die Frage, wie ist das zustande gekommen? Ganz oben sieht das übrigens genauso aus. Wenn man nach der Stellenanzeige des neuen Fußballtrainers für den ersten Bundesligaverein sucht, findet man in der Regel auch keine. Sondern irgendwie kennen die sich und dann gibt es auf einmal einen neuen Trainer und gar kein öffentliches Ausschreibungsverfahren. An diesen beiden Enden, ganz am Anfang und auf der sozusagen Spitze des Prozesses, akzeptieren wir das. Dass es irgendwie ohne Stellenanzeigen irgendwie so sich dahin mauschelt und dann fragt man die Eltern, kennst du nicht jemanden, der irgendwie, und dann sagen die, ja, hier, unser Freund von früher und der Nachbar, der arbeitet da, da kannst du ein Praktikum machen. Tatsächlich funktioniert es in der Mitte genauso. Es gibt unterschiedliche Statistiken, die diesen Effekt zu messen versuchen. Auch das Forschungsinstitut der Agentur für Arbeit, das IAB, hat das mal untersucht. Die sind da relativ konservativ. Die sagen, mindestens ein Drittel der Stellen werden gänzlich ohne Stellenanzeigen vergeben im sogenannten verborgenen Arbeitsmarkt. Und es gibt Untersuchungen, wenn man die Rohdaten zum Beispiel nimmt, also die Anmeldungen neuer Beschäftigungsverhältnisse sozialversicherungspflichtiger bei den Krankenkassen und Rentenversicherungen und die vergleicht mit der Gesamtzahl der Stellenangebote, die in diesem Jahr in den großen Plattformen geschalten wurden, dann ist das eine Diskrepanz von 1 zu 10. Also 10-mal mehr neue Beschäftigungsverhältnisse, als es jemals Stellenanzeigen gab. Beide statistische Verfahren haben Unschärfen, also ich würde jetzt auch dieses 1 zu 10 nicht als die große Wahrheit propagieren wollen, weil da natürlich auch Fortsetzungsverträge und so weiter mit reinspielen. Aber ganz offensichtlich ist es ein ganz erheblicher Teil des Arbeitsmarktes, der nicht nach dem Muster funktioniert, Stellenanzeige, Bewerbung, Job, sondern da spielen Beziehungen mit rein, Netzwerke. Da werden Menschen gefragt, darauf hingewiesen, man lernt sich kennen. Ganz viele Leute, die einen guten Job gefunden haben, antworten auf die Frage, wie hast du denn das gemacht? Ach, das war Glück und Zufall. Aber wenn Glück und Zufall einen großen Teil des Prozesses prägen, würde ich als Sozialwissenschaftler sagen, vielleicht steckt da eine Struktur dahinter, ein Prinzip. Und wenn es eine Struktur gibt, dann kann es auch eine Strategie geben.
wie schaffe ich denn das? Die meisten sagen, ja, ich habe aber kein Netzwerk, ich habe keine Beziehungen, ich kenne da niemanden. Wie man sich das aufbaut, wie man dann auch Netzwerke nutzt, die man aufgebaut hat, kann man aber sehr gut im Career Center lernen. Wir haben einen ASQ-Kurs, Wege in den verborgenen Arbeitsmarkt. Wer also noch beim Durchstöbern der Modulhandbücher und so weiter keinen ASQ-Kurs für sich gefunden hat, kann vielleicht den auch in Betracht ziehen und da lernen wir das Schritt für Schritt, wie das funktioniert. Wenn ich mein Studium abbreche, gelte ich als Gescheiterter. Ganz viele Studierende, die im Laufe ihres Studienverlaufs Probleme haben, Schwierigkeiten, vielleicht Klausuren nicht bestanden haben, nicht die Motivation aufbringen, sich zur Hausarbeit aufzuraffen oder vielleicht in den Seminaren nicht richtig mitkommen, ab und zu mal zu Hause bleiben und so weiter, behandeln dieses Thema mit einer gewissen Scham. Ne? Man geht da nicht gleich auf den Marktplatz und ruft, haha, ich habe meine Hausarbeit zum zweiten Mal verschoben, ja? Oder habe keine Lust mehr dahin zu gehen oder irgendwie habe ich ein Motivationsproblem oder sowas. Das ist aber der falsche Weg, damit umzugehen, weil sich dann das Problem nur in die Zukunft verlagert. In der Regel werden die Probleme dann komplexer. BAföG läuft aus, die Eltern machen auf einmal Druck und was weiß ich. Mir ist es wichtig, ganz am Anfang schon des Studiums, nicht weil ich euch demotivieren möchte, darauf hinzuweisen, dass es Beratungsangebote gibt. Bei der allgemeinen Studienberatung, auch im Career Center, beim Studentenwerk, in der psychosozialen Beratung und so weiter. Und ich finde es immer tragisch, wenn man die Leute mit diesen Problemen erst viele Semester später kennenlernt. Es ist besser, gleich dorthin zu gehen, weil es manchmal auch wirklich einfache Lösungen gibt. Also ich habe Fälle erlebt, da ließ sich mit einem einzigen Gespräch das Problem lösen und es hat dann funktioniert. Manchmal dauert es ein bisschen länger, aber die Erfolgsquote ist wirklich groß. Manchmal ist es auch so, dass man das Falsche erwischt hat und dann vielleicht den Studiengang wechseln möchte oder das Nebenfach. Und manche vielleicht auch feststellen, Studium ist vielleicht gar nichts für mich. Auch dann können wir Alternativen finden, dann ist das Leben nicht vorbei, sondern auch die Unternehmen sind außerordentlich aufgeschlossen, Leute aufzunehmen, die vorher mal versucht haben zu studieren, dann aber festgestellt haben, es ist nichts für sie, man möchte lieber eine Ausbildung machen. Auch da helfen wir und vermitteln dann auch. Ja? Also nutzt ruhig die Gelegenheiten, die es gibt, die Hilfsangebote. Und eine ganz große Bitte habe ich noch. Solltet ihr einmal feststellen, dass Kommilitonen von euch, vielleicht Mitbewohner in der WG oder so, da Schwierigkeiten habt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr den Hinweis einfach weitergebt und sagt, Mensch, da gibt es ein Angebot, probier es doch einfach mal, geh da mal hin. Ja? Das wäre mir wirklich viel wert. Wie gesagt, ich will euch nicht verunsichern, ich will nicht irgendwen traurig machen oder sonst irgendwas, sondern mir ist es nur wichtig, die Botschaft so früh wie möglich zu geben. Es gibt Hilfsangebote und die kann man nutzen und das ist alles gar nicht schlimm. Für uns ist das alles normaler Alltag. Ja? Also Dinge können schiefgehen. Wenn ein 18-Jähriger, eine 18-Jährige irgendwie die Entscheidung treffen möchte, wohin das Leben gehen muss, das kann auch mal die falsche Richtung sein. Aber das ist korrigierbar. Ne? Dann sucht man eben eine neue. Okay, gut von diesem Thema. Im Modulhandbuch steht, was ich später gelernt haben werde. Da gibt es zwei Probleme. Erstens, Menschen lernen mehr, als man vorher aufgeschrieben hat, was man denn so plant, ihnen beizubringen. Also die Erkenntnisse, die Verknüpfung von Wissen, steht da üblicherweise nicht drin. Und das Zweite ist, manchmal lernt man ganz nebenbei das informelle Gespräch bei einem Kaffee mit einem Kommilitonen. Vielleicht kommen da viel mehr Erkenntnisse, als ursprünglich mal vom Dozenten erdacht wurden. Man vergisst die Dinge auch wieder. Und irgendwann kommt der Tag, an dem soll man aufschreiben, was man alles kann und weiß, um sich zu bewerben. Und zwar in so eindrücklicher Weise, dass der Arbeitgeber sagt, diese Person brauche ich unbedingt. Und dann sitze ich manchmal mit den Studierenden in der Beratung und wir überlegen, was wir in ein Anschreiben schreiben. Und dann sagen die, ja, habe ich sowas Ähnliches schon mal gemacht? Weiß ich darüber was? Mir fällt nichts ein. Und dann dauert es immer so eine halbe Stunde. Und irgendwann kommt man dann zu so einem Punkt und dann erzählen die, ja, na klar, ich hatte doch da schon mal so ein Praktikum, da habe ich das gemacht und dies gemacht und das gemacht. Und das ist eine total beeindruckende Geschichte. Etwas, was man sehr gut als Argument verwenden kann. Ganz offensichtlich ist es so, dass den Menschen das aber nicht permanent bewusst ist, sondern man vergisst manchmal Dinge, die man schon mal gemacht hat, die man kann, die man gelernt hat, Fachwissen, das man erworben hat.
Deswegen würde ich euch empfehlen, dokumentiert ruhig mal Gelerntes. Also Dinge, die später als Argumente da sind, um zu beweisen, dass ihr etwas könnt oder wisst. Führt wie so ein kleines Tagebuch über das Studium. Und da sollten natürlich auch Dinge drin sein, wie das Praktikum, der Nebenjob und so weiter. Die einzelnen Tätigkeiten, die man darin gemacht hat. Ein Lebenslauf, in dem einfach nur steht, was weiß ich, von Dezember bis Februar Praktikum bei Firma X, sagt nichts darüber aus, was ihr könnt. Ihr müsst aufschreiben, was ihr gemacht habt und bestenfalls, was das Ergebnis des Ganzen war, das, was rausgekommen ist. Weil wenn diese Dinge gelungen sind, könnt ihr euch darstellen als Menschen, die Dinge machen, die gelingen. Und das ist das, was die Arbeitgeber in der Regel suchen. Und vielleicht könnte man gucken, dass man es nicht ganz so akademisch formuliert. Also die Außenwelt hat andere Begrifflichkeiten als die akademische Welt für bestimmte Wissensbereiche, für bestimmte Fähigkeiten. Wir schauen uns mal an, was das so im Zeitverlauf bedeuten könnte. Im ersten und zweiten Semester solltet ihr euch natürlich ein bisschen aufs Studium konzentrieren, da ist der Berufseinstieg noch weit weg und da muss man erst mal angucken, 1000 neue Eindrücke und so weiter und so fort. Das ist völlig in Ordnung. Nebenbei kann man ja aber mal schauen, ob man vielleicht schon so eigene Visionen hat, was denn nach dem Studium kommen könnte. Ziele, berufliche Wünsche vielleicht auch, noch nicht jetzt operationalisiert und welcher Schritt der nächste, aber so eine Zielvorstellung in der fernen Vergangenheit. Wenn man das hat, kann man natürlich schon Informationen suchen. Auch im ersten, zweiten Semester geht das schon. Häufig ist noch das Thema Studienfinanzierung so mit drin. Muss ich mir einen Nebenjob suchen und reicht das denn? Oder ne, was, also man weiß ja auch vorher nicht so ganz genau, wie viel so alles kostet. Ne? Das kommt häufig vor. Beim Thema Nebenjob helfen wir natürlich auch. Ne? So frühzeitig wie möglich wollen wir da mitgestalten, was die Berufsvorbereitung betrifft. Also da könnt ihr gut unsere Plattform nutzen, unihalle-jobteaser.com. Da sind also alle Angebote, die Unternehmen an uns herantragen, verzeichnet und für euch einsehbar. Dann kann man gucken, ob man Zusatzqualifikationen erwirbt, also die erwähnten ASQ-Kurse zum Beispiel oder vielleicht das ein oder andere Tagesseminar nebenbei, um an seinen Skills zu arbeiten. Und vielleicht auch schon mal die Fühler ausstrecken, was könnte vielleicht so ein Auslandsaufenthalt etwas für mich sein, wie funktioniert das eigentlich? Das dritte Semester ist so ein bisschen kurz vorm Bergfest. Da kann man dann mal schauen, kann man Praktika planen oder vielleicht sogar schon durchführen, ein erstes Praktikum, um mal reinzuschnuppern, mal zu schauen, ist das eine Arbeit, die ich gerne machen würde. Man kann sich engagieren in studentischen Vereinen. Den Tag des studentischen Engagements gibt es diesmal, also wegen der Veranstaltung, Schwierigkeiten nicht. Aber wenn ihr dann im dritten Semester seid, hoffentlich wieder. Die berufsorientierenden Seminare des Career Centers können dann natürlich auch helfen. Also da laden wir zum Beispiel Alumni ein, also ehemalige Absolventen, die von ihrem Beruf erzählen und sagen, ich habe damals das Gleiche studiert wie ihr und bei mir war das dann so und so und ich habe mir das und das gedacht und da bin ich dann gelandet und so habe ich es gemacht. Ne? Dass man da profitieren kann. Oder wir laden Unternehmensvertreter ein, die erzählen, wie bestimmte Jobs in ihrem Unternehmen aussehen, wie man das macht und was die vielleicht auch erwarten, was man so mitbringen muss und wer da vielleicht der Richtige oder die Falsche oder was weiß ich wäre. Ne? Da kann man also schon viel mitnehmen. So. Und natürlich auch die Orientierungsberatung. Also wer jetzt persönlich komplexe Fragen hat, der kann jederzeit natürlich auch zu uns kommen und sagen, ich muss da mal mit jemandem sprechen und das irgendwie auseinanderklamüsern. Genau, so viertes Semester ist ein typisches Auslandssemester. Also für diejenigen, die das gerne nutzen möchten. Da kann man also auch seine Sprachkenntnisse vertiefen, ist immer eine gute Sache. Oder konkrete Berufsziele schon mal festmachen und studienspezifische Schwerpunkte setzen. Häufig am Ende muss man dann so eine Wahl treffen, will ich eher in so eine Richtung, eher in so eine Richtung. Dann schließt sich auch die Masterfrage natürlich dort an. Dafür kann man auch Messen besuchen oder Kongresse, um also mit der Berufswelt etwas näher in Kontakt zu kommen und eins zu eins mit Menschen zu sprechen, die da also ganz hautnah Eindrücke bereits gesammelt haben. Und natürlich so langsam sich auf die Suche nach einem Masterstudium machen oder der Frage, ob das was für einen wäre, eins zu absolvieren. Genau, dann haben wir also wieder Seminare im fünften Semester, vielleicht schon das Thema Bewerbungsunterlagen, ne, wenn man nach dem Bachelor vielleicht in den Arbeitsmarkt einsteigen möchte. Fünftes Semester deshalb, weil im sechsten Semester ist man meistens so ein bisschen im Stress mit der Abschlussprüfung und den letzten Modulen und so weiter.
Vielleicht auch ein längeres Praktikum wäre im fünften Semester eine Möglichkeit. Oder die Gründung eines Unternehmens. Ja, das liegt meistens noch ein bisschen fern, wenn man noch jung ist und vielleicht ist der Gedanke auch abstrakt. Das, was die Universität aber anbietet, sind ganz niedrigschwellige Möglichkeiten, Informationen dazu einzuholen, die Gründerwoche zum Beispiel zu besuchen. Und dann kann man dort mal schauen, so durchspielen, wie würde denn das laufen, wie funktioniert sowas, wie finanziert man das, gibt es da Fördermittel für, wie schreibt man einen Businessplan und so weiter. Ich finde das gut, mit dem Gedanken zumindest mal zu spielen. Die abhängige Beschäftigung ist nicht die einzige Form, mit der man später mal sein Erwerbsleben gestalten kann. Und mal reinzuschnuppern in diese Ideen ist, glaube ich, für viele gut. Die Kenntnisse, die man da erwirbt, kann man in jedem Kontext später auf jeden Fall verwenden. Also auch wenn ich für ein Unternehmen arbeite, ist es ja nicht schlecht zu wissen, wie es funktioniert. Ja. Okay, was haben wir dann? Das sechste Semester, da ist natürlich ganz heiß, Abschlussarbeit schreiben und das Studium abschließen, dann die Bewerbungsunterlagen erstellen und konkrete Arbeitgeber recherchieren, wenn man danach einsteigen möchte oder eben die Masterstudiumsbewerbung vorbereiten und aus der ja durchaus großen Zahl von Masterstudiengängen sich den für einen selbst passendsten herauszusuchen. Genau, dann gucken wir mal, das ist unsere eben erwähnte Plattform, da findet ihr also Jobangebote, ihr könnt Termine mit mir vereinbaren und unsere Veranstaltungen besuchen, Seminare, Vorträge, Workshops und so weiter, ist ganz modern gemacht. Wenn ihr das möchtet, könnt ihr euch auch gleich den Account anlegen, dann habt ihr ihn schon mal und denkt immer dran. Dann sind wir natürlich auch auf Facebook, also als alte Menschen natürlich auch dort noch und weil wir modern sein müssen, auch auf Instagram. Da hilft mir meine Kollegin, die da in dem oberen Bild noch zu sehen ist, ganz fleißig, damit das nicht so ganz Old-Style aussieht, wie wenn ich das machen würde. So, und dann haben wir hier noch allgemeine Kontaktdaten. Dachitzstraße ist unser Sitz, das ist also in der Innenstadt, einmal um die Ecke sozusagen vom Uniplatz. Und dann wäre ich damit durch und wünsche euch einen wunderschönen Studienerfolg und viel Spaß vor allem. Ja, wir hoffen, es hat euch sehr gut gefallen und wir konnten euch ein paar Informationen mitgeben, haben euch auch nicht zu sehr überfordert gleich am Anfang des Studiums. Es ist alles ganz ruhiger als jetzt so in der Kürze vorgetragen. Ich von meiner Seite wünsche euch ganz viel Erfolg beim Studium und hoffe, dass ich einige von euch wiedersehe in den Seminaren oder in der Beratung. Ja, vielen Dank und mein gutes Wort zum Schluss. Bitte nutzt die vielfältigen Orientierungsangebote und scheut euch auch nicht, bei allen auftauchenden Fragen Kontakt zu uns aufzunehmen. Wir beraten euch gerne individuell und persönlich, wenn zurzeit auch meistens telefonisch oder online. Ich wünsche euch natürlich auch viel Erfolg beim Recherchieren und Entscheiden und einen tollen Studienstart. Genießt die Zeit und wenn es einmal nicht so läuft wie gedacht, auch kein Beinbruch. Dafür sind wir ja mit unseren Beratungsangeboten für euch da. Kommt gut im Studium an und bleibt schön gesund. Danke.